was der Unterschied ist zwischen einem freien Netz wie Freifunk und einem kostenlosen Hotspot, das erfahrt ihr hier. Ich bin Little Ben, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit dir über eine der Grundideen von Freifunk reden, nämlich das freie Netz. Gehst du auf die Straße und fragst 10 unterschiedliche Leute, was sie über ein freies Netz denken, dann werden sie dir 10 unterschiedliche Antworten geben. Ich denke, mit Schuld an dieser Tatsache ist, dass es frei ein ziemlich weit gefasster Ausdruck ist. Schau dir zum Beispiel mal frei in dem Wort Freibier an. Da steht mehr so der Konsum im Vordergrund, das nehmen, was man bekommt, Spaß haben, sehr selbstzentriert. Auf der anderen Seite betrachte dir mal frei in dem Wörtchen Freiheit. Da hat das schon wieder eine ganz andere Bedeutung. Da ist mehr so die Freiheit, Dinge zu tun. Das kann immer noch unterschiedlich sein. Das kann die Freiheit sein, die auch wieder auf sich selbst zielt. Freiheit, was für mich alles möglich ist. Oder aber die Freiheit, ja, alles Mögliche zu nutzen, zu machen, Server reinzustellen oder Technik auszuprobieren, kreativ zu werden. Schauen wir uns mal an, was freies Netz für uns heißt. Zum einen verstehen wir unter einem freien Netz ein öffentliches Netz. Das heißt, jeder und jede kann ohne irgendwelche Zugangshürden, Passwörter oder Anmeldeseiten, Bestätigungsseiten Zugang zu dem Netz erhalten. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil betrachte dir mal, wenn du ins Ausland gehst und sollst irgendeine Seite abnicken, die du gar nicht verstehst. Ja, du weißt nicht, wie kommst du ins Netz. Hier wollen wir einfach die Hürde ziemlich niedrig halten, dass sich jeder und jede dort einfach verbinden kann. Ein weiterer Gedanke eines freien Netzes ist, dass nicht etwa ein kommerzielles Interesse dahinter steht. So guckt euch mal zum Beispiel die Telekommunikationsanbieter an, die einfach auf ländlichen Gebieten nicht so stark ausbauen, weil sie einfach sagen, das ist für sie ein grauer Bereich, dort müssen sie viel Technik investieren und bekommen nicht ganz so viele Kunden, wie wenn sie das in einem Ballungsgebiet in der Stadt realisieren. Solche Interessen sollen hinter Freifunk einfach nicht stehen oder hinter einem freien Netz einfach nicht stehen. Ja, ein weiterer Gedanke von einem freien Netz ist, dass es nicht im Besitz eines Einzelnen, sondern im Besitz der Gemeinschaft ist. Es gibt keinen, der irgendwo den Hauptschalter ausmacht und dann ist das ganze Netz tot. Deshalb legen wir viel Wert auf Dezentralität im Freifunknetz. Das heißt, jede Komponente, die irgendwo im Einsatz ist, soll möglichst so gestaltet sein, dass, wenn sie ausfällt, eine andere Komponente ihre Aufgabe übernimmt. Ein Stück weit selbstheilendes Netz. Ein weiterer wichtiger Punkt in einem freien Netz ist, dass es unzensiert ist und ungefiltert. Schau dir mal Länder an, die jetzt ein bisschen weiter weg von uns sind, in China oder so, die Great Firewall of China. Da wird genau kontrolliert, was der Nutzer im Netz sieht, was er machen darf und ja, wie er es nutzen kann. Das eben soll nicht der Fall sein. Meinungsfreiheit spielt damit eine Rolle, aber auch die Freiheit, seine Persönlichkeit einfach zu gestalten. Sich zu informieren, freie Informationen zu haben und nicht irgendwie gefiltert durch irgendwelche Instanzen, die sagen, das da darfst du lesen, das da darfst du nicht lesen. Stell dir vor, du sitzt in einem Café und der Kaffeebetreiber sagt, och, ich möchte aber nur, dass der Nutzer Informationen über meinen Kaffee erhält und alles andere, alle anderen Kaffees filter ich raus. Ist eine Meinungsverzerrung, meiner Meinung nach. Wenn man diese Richtung weiterdenkt, dann spielt natürlich auch noch mit die Netzneutralität, die auch wieder in aller Munde ist momentan, weil sie eben eingeschränkt werden soll. Ein Grundrecht im Prinzip im Internet, dass alle Datenpakete, alles was durch die Leitungen fließt, gleich behandelt wird. Das wird jetzt angegriffen, indem Firmen mit viel Geld sagen, wir wollen mehr bezahlen und bekommen dann Vorrang im Datentransfer. In einem freien Netz soll das so nicht sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass ein freies Netz überparteilich ist. Parteien schreiben sich gerne mal auf die Fahne, dass sie das eine Argument oder die eine These verfolgen bezüglich digitaler Welt oder eine andere ablehnen oder so. Ich bin der Meinung, zumindest was Freifunk angeht, dass Parteien gerne mitmachen können, dass sie uns unterstützen können, aber sie nicht im Gegenzug von uns erwarten sollen, dass wir so oder so handeln, dass wir eine Aussage treffen, dass wir sie irgendwo erwähnen,
Es ist ein freies Netz für alle. Jeder kann mitmachen, natürlich dann auch Parteien, aber es soll keine Zankereien bezüglich irgendwelchen Themen geben. In Freifunk nutzen wir das sogenannte Pico-Peering Agreement. Das ist eine Vereinbarung, die getroffen wurde von internationalen Netzwerk-Communities, Leute, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist eigentlich notwendig, damit freie Netze funktionieren? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und da sind sie auf im Wesentlichen zwei Punkte gekommen, nämlich erstens freier Datentransit, das heißt, du hast einen Freifunkrouter oder eine freie Netzkomponente zu Hause bei dir stehen und du ermöglichst es, fremder Datenverkehr über deinen Router woanders hin laufen zu lassen. Dabei ist es wichtig, dass du nicht in den Datenverkehr reinschaust, dass du ihn nicht manipulierst oder sagst, was wir vorhin ja hatten, mit Filtern, Zensieren, der Datenverkehr darf durch, der darf nicht durch. Ja. Das ist einfach freier Transit, freier Datentransit. Der zweite Punkt ist das Bereitstellen von Ressourcen. Das heißt, ein Teil deiner Ressourcen, ein Teil deines Internetanschlusses, ein Router, den du für Freifunk zum Beispiel gekauft hast, extra dafür, das stellst du zur Verfügung. Es muss nicht zum Beispiel nicht dein ganzer Internetanschluss sein, aber eben ein Teil davon. Und du stellst das kostenlos zur Verfügung. Das heißt, du kannst nicht irgendwo ein Kästchen aufstellen und sagen, naja gut, als Spende vielleicht schon, aber du darfst es nicht zur Bedingung machen. Ja, hier werfen Euro ein und dann darfst du 10 Minuten lang Freifunk benutzen. Also nicht verkaufen, nicht kommerziell. Das sind so die Grundzüge im Pico-Peering Agreement. Ich habe unten in der Beschreibung auch einen Link dazu. Dann kannst du das gerne in Ruhe nachlesen. Jetzt habe ich einiges erzählt über ein freies Netz. Einige wichtige Aspekte aus meiner Sicht. Nur wo ist der Unterschied zu einem kostenlosen Hotspot? Hotspot ist für mich einfach ein Zugangspunkt zum Internet, der dir gegen irgendwelche Gegenleistungen Internet zur Verfügung stellt. Das mag dein Passwort sein, also nicht dein Passwort, sondern deine Zugangsdaten, deine Handynummer zum Beispiel oder Login-Informationen, dass sie sehen, du nutzt viel diese Seite, sie wollen dir vielleicht Werbung einblenden oder einfach die Tatsache, dass du dich irgendwo hinsetzt, dass du hingehst, eine Auswahl triffst in einem Café, in einem Geschäft, sonst irgendwo, weil es dort eben freies Internet gibt. Gut, das mag durchaus noch eine legitime Geschichte sein, aber es ist einfach ein Geschäft. Du bekommst etwas und gibst was dafür. Du musst zudem meistens irgendeine Login-Seite anklicken, irgendwelche Bedingungen abnicken, dass du das nicht machst, jenes nicht machst, Ports gesperrt sind. Du bist eingeschränkt in deinem Nutzungsverhalten und das ist aus meiner Sicht kein freies Netz. Zudem kommen oft Beschränkungen, dass du nur eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden surfen darfst, danach kostet es vielleicht Geld. So ein Internetanbieter, der dir sagt, okay, die erste halbe Stunde ist kostenlos, danach kostet es bitte 5 Euro. Da ist wieder ein geschäftliches Interesse hinten dran. Ja, ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied zwischen einem freien Netz und einem kostenlosen Hotspot etwas näher bringen. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann lass sie einfach in den Kommentaren da. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergiss nicht, wenn du das erste Mal hier bist, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen anzuklicken, dann bekommst du immer dann eine Information, wenn ich ein neues Video hochlade zu den Themen Freifunk, Amateurfunk oder WLAN. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Freifunken und wir sehen und hören uns. Bis dann, ciao, ciao.